Hallo hier und herzlich willkommen auf dem Kanal der Projekt Gladbeck Software Group. Wir möchten euch ein wenig heute die K-Bergbahn vorstellen. Und zwar ungefähr ab der Hälfte der Strecke stellen wir euch das vor. Und ja, die Karte ist noch nicht ganz fertig, wie man hier vorne zum Beispiel schon sehen kann, dass da die Oberleitung noch nicht so ganz verbunden ist und dass da an der einen oder anderen oder an dem einen oder anderen Teilabschnitt da noch die Oberleitungshalterung fehlt. Und genau, ich möchte noch einmal kurz schildern. Ich hoffe, ich schilder jetzt richtig. Oder auch nicht. Dann machen wir das einfach kurz mal eben schnell so. Zelleberg. Genau. So. Und ja, wir fahren dann jetzt auch einmal kurz ab. Ich mache mir noch einmal kurz die Zeit, dass wir auch ungefähr haben. Ja, das passt schon. Genau, und wie gesagt, die K-Bergbahn, das ist ein, also diese ganze Karte wird eine kleine Story im Hintergrund haben, und zwar geht es darum, dass so zwei Unternehmen sich zusammengetan haben, um wieder einen attraktiven Nahverkehr in Zille anzubieten. Und zwar Zille ist die Kreisstadt, eine fiktive Kreisstadt in, im Sauerland und Touristengebiet natürlich für Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Und ja, diese Bergbahn hat sich die Aufgabe gemacht, in Zille wieder einen attraktiven Nahverkehr anzubieten. Und zwar in Form einer Bergbahn und einer Buslinie. Genau, und die wird dann mehrere Städte anfahren. Wir zum Beispiel nähern, ich mach mal doch die Z wieder rein, wir nähern uns jetzt zum Beispiel gleich den Sonnenburger Hof. Und dürfen hier nur noch 20 fahren, wie ich gerade sehe. Und dann dürften auch schon, sage ich mal, unsere ersten Fahrgäste einsteigen. Ihr seht, wie gesagt, oh, ich durfte hier nur noch 10 einmal bimmeln schnell, dass die mitbekommen. Und das ist dann sozusagen unsere erste Haltestelle. Wie gesagt, da kommen noch einige Büsche und also das wird noch ein bisschen alles aufgehübscht. So, Tür auf. Ich hoffe, die steigen ein. Ah, das ist sehr schön, das freut mich. Einmal kurz den Schließmechanismus. Wir haben ein bisschen Verfrühung, deswegen warten wir noch eben kurz die Zeit hier ab. Ja, und diese K-Bergbahn hat sich halt, wie gesagt, diese Aufgabe da gemacht, diesen Nahverkehr wieder anzubieten. Und gerade auch touristentechnisch ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Also unten, wenn ihr in Zille losfahren würdet, also unten ist Zille, oben ist Zilleberg an der Endstation und im Verlauf dessen halt steigert ihr euch auch von der Höhe natürlich immer mehr, weil es halt bergauf geht. Gerade der Endbereich wird sehr interessant. Und halt unten ist es auch richtig voll, weil morgens auch viele Touristen halt nach oben möchten. Und natürlich gegen Nachmittag auch wieder viele Touristen nach unten müssen. Und dazwischen sind dann auch noch die Pendler, die da mitfahren wollen. Und ja, genau. So ist das eigentlich aufgebaut. Also das ist so eine Linie von ca. 15, 17 Minuten für die Bergbahn und ca. 20, 25 Minuten für die Linie halt, für die Buslinie. Die Linie 301 wird das im Übrigen. Wer da Böses ahnt, das ist nicht die 301 aus Gladbeck. So, wir machen mal die Tür zu. Dann können wir auch wieder weiterfahren. Wir dürfen hier nur 10 Stundenkilometer fahren. Da sollten wir auch ein bisschen so drauf achten, dass das passt, weil dann passt das auch von der Zeit her ganz gut mit dem Berg. Ja. So, wir dürfen jetzt hier wieder 50 fahren. Wie gesagt, wir haben so ungefähr ab der Hälfte gestartet, ja, damit wir nicht alles schon zeigen und noch nicht die ganze, also noch nicht alles gezeigt wird, um halt auch so ein bisschen noch die Überraschung halt ein bisschen hochzuhalten und das erkunden. Wäre ja langweilig, wenn wir jetzt schon die ganze Strecke zeigen würden. So, wir dürfen wieder nur 30 fahren. Wir müssen einmal läuten, damit die auch mitbekommen, dass wir kommen. 20, linke Türseite.
einmal läuten. Hallo. Genau, die Leute steigen hier auch dann ein. Das ist sehr schön. So, die Türen wollen sich wieder schließen. Und einmal bitte schließen. Hier links jetzt mal raus. So, hier dürfen wir nur 20 fahren. Das Krieg dürften wir auch hinbekommen. Ja, hier geht's halt. Ist halt keine Strecke, wo man richtig ballern kann. Ja, ist halt so eine Bergstrecke halt. Ne? Jetzt, okay, jetzt dürfen wir mal 50 fahren. Das ist ja schon mal was Außergewöhnliches. Ne? Hier rechts wird natürlich noch alles zugemacht. Also das sind noch so, sagt ja so, Kleinigkeiten, die wir dann noch ändern müssten. An einigen Stellen noch ein paar größere Sachen, wo wir uns noch verbessern wollen. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Ist ja nicht so, dass wir irgendwie unter Zeitdruck stehen hier. Ja, das Ganze soll kostenlos angeboten werden. Das ist so ein kleines Dankeschön von mir an die Leute, die uns auch bislang immer die Treue bewahrt haben und auch uns unterstützt haben. Und da haben wir gesagt, wir machen nochmal irgendwas Kostenloses. Und dann, ja, ich war im Sauerlandbereich mal vor nicht allzu langer Zeit und habe gesagt, warum machen wir nicht da was? Ja, das ist hier noch ganz unglücklich hier. Wir müssen noch ein bisschen mehr. Ja, genau. Wir müssen noch ein bisschen mehr Platz hier schaffen, damit man hier nicht direkt einen Unfall hat. Das ist doch dann etwas eng geworden hier. Hallo. Wir steigen auch schön an allen drei Türen ein, damit das nicht allzu langweilig ist. Ne, also schon ein bisschen schön verteilt auf die Leute. Oder will sie noch rein oder will sie nicht rein? Ja, will sie. Na komm, wir sind noch mal so nett. Wir wollen ja hier keinen stehen lassen. Die nächste kommt erst in knapp einer halben Stunde. So, wir fahren weiter. Wir bimmeln noch einmal, weil es so schön war. Jetzt dürfen wir 20 fahren maximal. Ja, hier ist so eine. Also wie gesagt, es ist eine etwas ältere Strecke. Und entsprechend ist die auch nicht so gut befahren. Das heißt, nicht gut ausgebaut. Und haben halt auch viele langsame Fahrtstellen und jetzt dürften wir hier 50, aber hier schon wieder 30. Also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Der nächste Halt ist im Übrigen der Krauttal Bahnhof. Also diese kleinen Städtchen nennen das hier alles immer Bahnhof. Für die ist das halt was Tolles, wenn es da einen Bahnhof gibt. Deswegen heißt das hier alles Bahnhof. Ist, glaube ich, in der Realität wäre das dann eigentlich ein Haltepunkt, aber die Städte nennen es halt Bahnhof. So, auf der rechten Seite ist hier der Ein- und Ausstieg, nicht auf der linken Seite. Das ist hier noch so ein bisschen falsch hier, was hier steht, dass jetzt hier freie Fahrt ist. Normalerweise gehen die Schranken gleich runter und dann müsste das eigentlich auf grün springen und nicht schon vorher. Genau, ich würde sagen, wir warten mal kurz. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt gleich tun, hier die Schranken runtergehen. Kann ich nicht sagen. Wir warten jetzt einfach mal einen Moment. Vielleicht gehen sie runter. Wenn sie nicht runtergeht, dann fahren wir einfach durch. Haben natürlich auch so ein paar schöne Straßennamen mit reingenommen. Ne? Also hier zum Beispiel die Hartz-IV-Straße oder die Bergstraße. Also wir haben noch ein paar lustige Sachen damit reingebracht. Ach, jetzt geht's, genau. Also eigentlich müsste jetzt grün werden anstelle rot. Das bedeutet, wir dürfen fahren. Nicht schneller als 20. Hier ist die einzige Stelle, wobei das hier noch etwas zu krass ist. Also diese Welle hier, diese Bodenwellen hier, das ist noch ein bisschen too much. Das müssen wir noch ein bisschen weniger machen. Das sah erst so gut aus, aber dann haben wir doch gesehen, das ist ein bisschen too much. Und wir dürfen hier 70 fahren.
Ja, und hier rechts und links dann manchmal auch, aber jetzt in dem Fall hier rechts fahren, fährt dann auch die Buslinie. Die fährt eigentlich genau dieselbe Strecke, fährt nur die Serpentinstraßen halt nach oben, also hat es nicht so gut wie wir, dass sie den direkten Weg nimmt, sondern sie fährt halt ziemlich viele Serpentinstraßen nach oben und damit halt auch natürlich auch damit deutlich, deutlich länger. Und ja, wir haben hier bei der Straßenbahn dann später eine Steigung von 15%. Der Bus hat ungefähr eine maximale Steigung von 10%. So, hier sind wir in der Stadt Sch oder in dem Dörfchen Schottgut. Da lassen wir natürlich auch die Leute einmal ein- und aussteigen. So, da kommt schon das Signal, dass wir fahren dürfen. Dann wollen wir das auch tun. Ja, das Auto, was hier spawnt, ist natürlich auch noch falsch. Sind noch so Kleinigkeiten, die wir dann halt ausbessern müssten. So, und jetzt geht es halt weiter mit 50 Stundenkilometer nach oben zur Zillebrücke. Das ist sozusagen diese Hochbrücke, die ihr gerade schon gesehen habt. Da fahren wir jetzt, oder da sind wir jetzt gerade auf dem Weg dahin. Und dann geht es halt rüber auf die andere Seite des Tals. Aber wir dürfen 50 fahren, das ist schön. Kann man hier die schöne Aussicht halt genießen. Ja, und der nächste Halt ist sozusagen auch schon unsere Endhaltestelle. Wie gesagt, ungefähr die Hälfte der Strecke haben wir jetzt nun gesehen. Die andere Hälfte ist auf der anderen Seite des Tunnels gewesen, wo wir durchgefahren sind. Und ja, ich denke, dass man das auch alles schon zeigen kann. Hier fehlen dann natürlich auch nicht mehr die Hochleistung, Oberleitungsmasten. Die stehen dann natürlich jetzt endlich auch her. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, und jetzt fahren wir sozusagen mit 30 Stundenkilometer die höchste Steigung hier hoch, die wir haben. Und ist mehr oder weniger der Direktweg, schon Schlangenlinien, aber der größtmöglichste Direktweg. Der Bus braucht zwischen Schottgut und Zelleberg dann doch deutlich länger und überquert auch mehrmals hier und oder unterführt uns auch mehrmals jetzt hier auf der kleinen Strecke. Und ja, da ist oben auch das Depot, das kleine. Jetzt wird es dann doch etwas. Gucken, ob man das ein bisschen. Ja. Genau, das ist jetzt gleich hier die Endhaltestelle und dann ist da hinten noch ein Depot. Und wie gesagt, gerade in den Morgenstunden und in den Abendstunden ist dann hier doch sehr viel Verkehr aufgrund des Tourismus auch. Und der Pendlerverkehr ist halt auch noch dazwischen. Nur noch einmal hier warten. Dort gleich sehen wir natürlich dann auch das alte Betriebsgebäude. Wo die Verwaltung auch der K-Bergbahn dann untergebracht sein wird. Und ja, einfach nur, ist halt alles sehr alt. Es war mal eine alte Bergbahnstrecke, wurde stillgelegt im Jahr 1960 und wir haben das jetzt sozusagen wieder reaktiviert, etwas modernisiert. Also wir hatten ja auch nicht so, oder die K-Bergbahn hat auch nicht viele finanzielle Mittel gehabt, um das zu sanieren. Und deshalb gab es dann halt, ist es halt auf einigen Teilen der Strecke halt nicht so schön ausgebaut und auf einigen Strecken aber dann doch. Und genau, man hat halt aus den finanziellen Mitteln sozusagen das versucht, das Bestmöglichste halt herauszuholen. Und ja, diese Karte kann modular erweitert werden später dann, also wenn wirklich ihr sagt, wow, ne? Da hätten wir gern mehr von und das ist echt toll, dass wir auch wieder ein bisschen was von Freeware anbieten. Dann sehe ich da auch kein Problem drin, das irgendwie noch ein bisschen zu erweitern. Alles hier und genau, ja.
dann habt ihr was davon und wir haben was davon und also wir haben Spaß, euch was zu liefern natürlich und ihr habt was davon, dass ihr was Kostenloses habt, halt was auch dann Spaß machen sollte. Wir fahren noch einmal ins Betriebsgleis rein, damit ich das auch einmal zeigen kann. Ne, also wenn ihr längere Pause habt, müsst ihr hier links. Wenn ihr Wartung habt, dann müsst ihr hier auf das rechte Gleis, auf das Doppelgleis hier. Also links ist die große Pause. Jetzt zum Beispiel hätten wir nur 5 Minuten, 4,8 Minuten. Hä? Haben wir so wenig Pause? Mal gucken. Ich muss den Fahrplan gucken. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier eine kleine Pause. Das heißt, wir müssten direkt weiterfahren. Und es gibt aber auch Zeiten, da gibt es zum Beispiel eine 20-Minuten-Pause, einige Kurse. Und dann müsst ihr halt da ins Kehrgleis rein und warten halt, bis die Pause raus ist. Also müsst ihr ein bisschen mit dem Zug auch rangieren. Also ist halt euch überlassen, wie ihr das dann halt macht, ne? Natürlich auch hier aufs kleine Pausengleis. Hier ist die kleine Pause. Wenn ihr 4-5 Minuten nur habt, dann ist das hier eure Station. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich, dass euch das hoffentlich auch gefällt. Vielleicht ist so, was ist so euer erster Eindruck halt? Das würde mich auch interessieren. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.